da auf der Straße. Jetzt rechts abbiegen. Anbietet, was man da zu Hause hat. Dann sagte sie,
gut, dass wir das Bild gucken. Vielleicht hätte es ja auch sein können, dass sie weit. Oder vielleicht gibt es auch gar kein lokales Netz. 300 Metern rechts abbiegen, ja. In die Bahnhofstraße. Ja, da habe ich irgendwie vermutet, dass sie vielleicht aus irgendwelchen Gründen das so gesagt hat. Und dann kam ich da an in der Ukraine und den ersten Tag am Hotel gesucht und war da eine Hochzeitsgesellschaft. Ja, und war gefeiert und ich bin da angehalten, habe meinen kleinen rechts abbiegen. Abgestellt erstmal und wollte dann das jetzt an. Erstmal einchecken und sowas. Ne? Ja, haben wir natürlich mein Auto da als Fotoobjekt genommen für die Hochzeit. Hat sich das Brautpaar da vorgestellt. In 200 Metern rechts abbiegen, dann links abbiegen. Das Hotel. Und da hat sie mich auch noch gefragt, ob ich mitfeiern will. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Da hatte ich auch geschenkt. Zu Hause war ja gerade Herbst. Äpfel gab es ja viel. Ich denke, packst du mal einfach mal zwei Plastik voll mit Äpfeln. Und da habe ich ja gesagt, Mensch, jetzt aus dem Hotel und zwei Servietten geholt und auch eine Schnappe Äpfel so in den Servietten gehalten, dass es ein bisschen nett aussieht. Ich bin den Fingern angefasst. Und dann habe ich der Braut die beiden Äpfel überreicht. In 300 Metern rechts abbiegen auf den Hauptplatz. Dann haben sie ihr Zwischenziel erreicht. Ja, meinst du die Äpfel? Oder Äpfel? Und dann hat sie den Süßen für sich genommen und den Sauren hat sie ihrem Mann. Ja, und haben mitgefeiert. Oh, das ist aber nicht so das Essen da. Ich hätte es nicht erwartet, dass wir vielleicht gar nichts haben im Lokal. Aber von wegen, das ist ja allerbeste. Ja, das kann man ja auf jeden Fall auch in Deutschland. Ukrainisches Essen. Das ist ja auch nicht nur ein Kebab oder ein Döner, das ist ja eine riesen Palette von Fischen. Jetzt rechts abbiegen. Speisen gewesen. Und da waren ja so viele Teller auf dem Tisch. Und da war kein Platz mehr. Dann haben sie, also wenn man drei Teller. Sie haben ihr Zwischenziel erreicht. Wenn man Teller an Teller stellt, kann man natürlich zwischen drei Teller in der Mitte noch einen reinstellen, dass man überall dran. Da haben sie die ganzen Tische nochmal mit Tellern übereinander gestellt, sodass man versetzt trotzdem noch eine Art Pyramide gebaut. Ja, auch sozialer Wohnungsbau. Wollte ich auch mal sagen. Erzählt. Ja, da fahre ich hier durch und erzähle. 30 Meter links abbiegen. Ja, ist auch was. Ist auf jeden Fall interessant. Jetzt rechts abbiegen. Wer viel erzählt oder wer viel reist, der kann was erzählen. Ja, da hatte sie die Anastasia auch noch. Die wollte ja in Deutschland studieren. Deswegen musste sie Deutsch lernen, Deutsch können. Sie musste 5 Deutschprüfungen bestehen und 4 hatte sie schon. 700 Meter links abbiegen. Die 5. fehlt ihr, die war wohl aber auch zu schwer. Hatte sie irgendwie nicht geschafft. Formulare, du musst ja bei deinem jetzt links abbiegen. Die ganzen Zeugnisse einreichen.
gibt das extra einen Service für. Und zwar nennt sich der Service, mit mal überlegen. Ach ja, Study Assist. Ja, Study Assist. Der Student, der ich weiß. In 800 Affigen. Also die Unis, die machen jetzt das immer selber, die kümmern sich nicht mehr um die Bewerber, sondern es gibt einen Service, der nennt sich Study. So ein Hilfsservice, der übers Internet läuft, dann hast du deine Formulare, musst du in PDF-Form einreichen. Da hast du 100 Megabyte Platz auf dem Server und kannst du das wieder alles hochladen. Und diese Formulare nehmen die dann, die überprüfen sie erstmal. In 300 Metern am Ende der Straße links abbiegen, auf am Teichgrund. War das so, kannst du nicht überprüfen? Doch, ja genau, überprüfen sie. So, dann hast du Tag über so. Dann hast du die Möglichkeit bis zu einem bestimmten Termin. Jetzt links abbiegen. Die überprüfen zu lassen. So, aber dann hatte sie sich bei 5 Unis angemeldet. Das nutzt doch. Hätte ich auch gedacht. Hat sie gesagt, ja.